Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie sehen mich hier erkrankt, doch der Quirinus-Kuhlmann-Preis duldet keinen Aufschub. Heute geht es um Clive Cussler mit seinem 500-Seiter Die Troja-Mission, den ich in den letzten Tagen komplett von vorne bis hinten lesen durfte. Die Handlung des gedrungenen 500ers ist schnell erzählt. Nachdem Cussler uns mit einer Kurzfassung beider homerischen Epen Ilias und Odyssee auf den ersten 30 Seiten ins dunkle Zeitalter der Antike entführte, geht es wieder zurück ins 21. Jahrhundert. Dort tobt dann bis Seite 170 ein nicht enden wollender Hurrikan, in dessen wütenden Böen sich Dirk Pitt, der Held der Geschichte, mehrmals als Retter von Tausenden in höchster Not bewähren kann. Dann kann die eigentliche Geschichte losgehen. Der Hurrikan hat damit nichts zu tun, der wird dann auch nicht mehr erwähnt. Cussler hat sich einiges ausgedacht, verrät jedoch natürlich erstmal nichts. Am Ende kommt aber raus, als der multinationale Konzern Odyssey getarnte, brutal feministische Druidinnen-Sekte bohrt mit Hilfe der Volksrepublik China heimlich ein riesiges Tunnelsystem quer durch Nicaragua. Die durchweg rothaarigen Freundinnen des Menschenopfers haben vor, mit riesigen Pumpen den Golfstrom in den Pazifik umzuleiten, damit die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa im Frost einer neuen Eiszeit erstarren. Dann haben sie auch noch Wissenschaftler gefangen genommen und dazu gezwungen, perfekte Brennstoffzellen zu entwickeln, die sie dann als Monopolisten an die Europäer und Amerikaner verkaufen wollen, um so die Weltherrschaft zu erlangen. Aber es ist ja klar, Dirk Pitt verhindert das alles. Dirk Pitt kann man als eine Mischung aus dem sehr frühen James Bond, Jacques Cousteau und Heiner Lauterbach betrachten. Er ist aber so Mitte 50 schon. Stets begleitet von seinem kongenialen Partner, dem gedrungenen Italiener El Giordino, also nicht Ralph Giordano, das hat mich auch ein bisschen immer irritiert, ist er Mann für besondere Aufgaben der NUMA, National Underwater and Maritime Agency, eine amerikanische Bundesbehörde, eine Art CIA der Meeresforschung. Dort arbeiten auch sein Sohn Dirk Pitt II. Und seine Tochter Summer Pitt, die im Laufe der Handlung herausfinden, dass der Trojanische Krieg nicht in Griechenland, sondern in England stattgefunden hat und daher Odysseus auch nicht durchs Mittelmeer, sondern durch den Atlantik geirrt ist und da auch die Karibik, also auch Amerika, fast entdeckt hätte. Dort, genauer gesagt auf einer kleinen Nachbarinsel von Guadeloupe, spielt sich das große Finale der Troja-Mission ab. Können wir mal ein bisschen genauer gucken, denn die eigentliche Leidenschaft Cusslers, die schon vorher immer wieder aufblitzte, bricht sich hier ihre Bahn. Der heldenhafte und wackere Kampf gegen rothaarige Frauen. Ja, die Tunnel durch Nicaragua sind bereits durch eine gezielte Bombe der US Air Force vernichtet worden. Bam, doch Dirk II. Und Summer Pitt, die jungen Gebräunten, die vor Guadeloupe die gesunkene Flotte des Odysseus ausbuddeln wollten, gerieten dabei in die Hände der bösen Druidinnen. Die sind natürlich stocksauer, dass ihre Weltherrschaftspläne vereitelt wurden, wollen aber jetzt also aus Rache auf ihrer geheimen Insel, wo auch ein genauer Stonehenge-Nachbau steht, wenigstens ein zünftiges Menschenopferritual über die Bühne bringen. Der hilflose Dirk II. Muss alles mit ansehen. Zitat: 30 Frauen in bunten, wallenden Gewändern. Ihre roten Haare schimmerten im Lichtschein und der silberne Glimmer auf ihrer Haut funkelte wie Sterne. Mit gezückten Dolchen nähern sich die Rothaarigen seiner Schwester Summer, die an einen Altar geschnallt ist. Alles scheint aus zu sein, doch was ist das? Einen Sekundenbruchteil, bevor sie und die anderen ihre Dolche in Summers Leib stoßen konnten, tauchten wie durch Zauberei zwei schwarz gekleidete Gestalten vor dem Altar auf. »Heute Nacht nicht«, sagte Pitt Senior. »Der Zirkus ist vorbei.« Pitt Senior und El Giordino, vom NUMA-Hubschrauber auf der Insel abgesetzt, greifen ein. Doch so schnell geben die Rothaarigen natürlich nicht auf. Sie bedrohen El Giordino. Zitat: »Mit Höflichkeit und einer freundlichen Aufforderung kam er hier nicht weiter, so viel war ihm klar. Er legte sein Gewehr an und schoss der Frau, die aussah, als ob sie das Kommando hätte, den linken Ohrring weg.« Aber vergeblich. Lassen sich nicht beeindrucken. Hilfe suchen wendet sich der Eltern an seinen Freund Pitt. »Ich brauche Hilfe. Die wahnsinnigen Weiber tun so, als ob sie jeden Moment auf uns losgehen wollen.« Pitt blickt auf und sah,
immer noch Zitat, wie die 30 Frauen langsam wieder auf den Altar vorrückten. Aufgrund seiner Erziehung und Herkunft ging es ihm gewaltig gegen den Strich, auf eine Frau zu schießen. Aber hier stand nicht nur sein Leben auf dem Spiel. In aller Ruhe gab er 4 gut gezielte Schüsse auf die Füße der Frauen ab, die am weitesten vorgerückt waren. Alle 4 schrien vor Schmerz und Schreck auf und gingen zu Boden. Giordino, der die gleichen Hemmungen hatte wie Pitt, zögerte noch einen Moment, kapierte dann aber, worauf es ankam, zielte auf die Füße der vorrückenden Frauen und brachte 5 von ihnen zu Fall. »Schluss jetzt«, rief Pitt, »sonst erschießen wir euch!« Dazu kam es natürlich nicht. Nach dem Fußschussexzess kommt Pitt wieder zur Vernunft und heiratet die republikanische Senatorin Lorraine, in Klammern. Sie war groß und sah hinreißend aus mit ihren zimtroten, schulterlangen Haaren, die in der Sonne schimmerten, dem wunderschönen Gesicht mit den hohen Wangenknochen und den sanften, violetten Augen. Auf der Hochzeitsfeier bekommt er dann unverhofften Besuch von einem älteren Herrn. Pitt sagte, »Tut mir leid, aber ich habe Ihren Namen vergessen.« Der alte Mann blickte ihn an und lächelte. »Kassler, Clive Kassler.« Pitt musterte ihn einen Moment lang. »Komisch«, sagte er, »aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Sie schon seit Ewigkeiten kenne.« Vielleicht in einer anderen Dimension, lässt Kassler Kassler antworten. Ich meine, solche Zeilen einfach hinzuschreiben, das muss man auch erstmal können. Clive Kassler hätte den Quirinus-Kuhlmann-Preis mit diesem schlichtweg verwegenen Roman, die Troja-Mission, übrigens bei weitem nicht der einzige Roman von Clive Kassler, es gibt noch ungefähr 20 andere, mehr als verdient. Ja.